Ein Herzteil, es gehört dir. Ja, ist doch ein wunderbarer Anfang für ein Let's Play Part. Ja, The Legend of Zelda Link's Awakening, wer hätte es gedacht? Wollen wir doch mal sehen, was wir heute so alles machen. Ich meine, das letzte Mal haben wir den vierten Dungeon ja hier abgeschlossen. Also müssen wir jetzt direkt weiter zum fünften. Dazwischen gibt es, glaube ich, echt nichts mehr, was man tun kann, muss. Und hier, was wird das nochmal für ein Weg? Den könnte man nur von dieser Seite nehmen. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen, wo wir rauskommen. Ah, hier. Ja, das ergibt Sinn. Hey. Und dann war Mambo tatsächlich nur optional. Ich muss mal... Wow. Aber nichts ins Wasser. Da ist es zwar nicht sicherer, aber... So, ich muss mal gucken. Oh. Was? Das kam jetzt schon? Oh. Ja, ihr seht, wir haben da irgendwas hinter uns. Das ist ein Geist. Ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt schon kommt. Ich muss mal überlegen. Wie komme ich da am besten hin? Was ist denn das? So. Nein. Was ist denn das? Ah. Gut, und da ist der Bananen da. Gut, ich glaube, das Einfachste wäre... Ja. Das Einfachste wäre, wenn ich schlau bin. So. Da rein. Und gucken, wo wir rauskommen. Genau da, wo ich nicht hin will. Oh mein Gott, er folgt uns sogar durch die Teleporter. Nur, dass er sich dabei nicht teleportiert. Er ist einfach so wieder da. So. Ich drücke mal den falschen Knopf. Ja, hier ist es gut. Was ist hier eigentlich alles? Ach ja, da unten ist der Schilderwald. Ich meine mich gerade zu erinnern. Hier ist der Schleimsumpf. Die Teufelsvilla da, ihr erinnert euch vielleicht... Schleimsumpf, genau. Teufelsvilla, ihr erinnert euch vielleicht... Ja, ich habe gerade irgendwie echt nichts zu erzählen. Was heißt nichts zu erzählen? YouTube hat in letzter Zeit mal wieder gesagt, yay! Ich habe gerade Bock abzuspacken. Nein! Großartig. Deswegen muss ich, glaube ich, einen Part dieses Let's Plays nochmal hochladen. Ey, das ist doch nicht fair. Neuer Plan von der Seite. Zaubermuschel, wie viele haben wir davon jetzt eigentlich? Wir haben 5, oh. Nee, gar nicht wahr. Da waren es 5 oder 10? Ja, ich muss jetzt mal weiter in südlicher Richtung. Ich kann mich gerade echt nicht erinnern, ob ich 5 oder 10 brauchte. Ja, ich bin hier jedenfalls erstmal komplett falsch und renne deshalb mal zurück. Durchs Dorf geht wahrscheinlich schneller. Oh. Ja, in den Schilderwald gehe ich jetzt nicht. Das lohnt sich gerade nicht. Wollen wir mal sehen. Hier lang. Ja. Wenn man nichts Besseres zu tun hat, dann... Weiß nicht. Dann nimmt man sich die Lieder des Spiels als Vorbild und... sagt irgendwas. Ach ja. Zelda-Musik, schon immer wunderbar. Ein Affe! Und er will nicht sterben, so. Ja, warum ich hier wild durch die Gegend renne, wo ich überhaupt hinrenne? Ganz einfach, dieser Geist will zum Haus an der Bucht, das sagt er auch, wenn man lang genug durch die Gegend rennt. Da. Hier ist es, hier. Reingehen, mein Haus. Weil hier hat der Geist wohl gewohnt, bevor er als... Also als er noch ein Mensch war, bevor er gestorben ist.
Nostalgia, come sempre. Das ist jetzt entweder Spanisch, Französisch, Italienisch oder Lateinisch. Ich konnte es leider nicht so genau erkennen. Sucht euch eine Sprache aus. Ja, ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst, was er danach gesagt hat, aber ich weiß ja, wo wir hin müssen. Er will jetzt zu seinem Grab. Fällt mir ein, wie komme ich da hin? Lass mich raten, ich bin falsch. Und wie ich falsch bin. Ich bin sogar so falsch, dass ich nicht mal weiß, wo ich bin. Ja, yay, kleine blöde Gegner unter Steinen. Ah, hier war also ein Secret. So, was war hier? Lass mich raten, etwas, was mir momentan nichts bringt, weil mir ein Item fehlt. So ist es ja immer. Ja. Gut, so komme ich hier auf jeden Fall durch. Wo bin ich jetzt? Wow! Wow, nicht die Stelle. So. Geheimnisse in der nahen Erde. Ja, heißt so viel wie hier irgendwo graben. Da ist sie. Eine Zaubermuschel. Ja, dafür habe ich das jetzt alles gemacht. Verdammt, ich hatte gehofft, da wäre noch mehr. Weil hier sind immer ein paar Bombentypen, die ich nicht töten kann. Oder zumindest, ich weiß echt nicht, wie ich die umlegen kann. So, hier hoch, hier runter, da rein. Tja. Kurzer Exkurs für eine Zaubermuschel. Jetzt habe ich 6 Stück. Hier explodieren überall Bomben. Und ich muss gucken, wie ich zum Friedhof komme. Hier lang nicht. Boah, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich jetzt zum Friedhof komme. Das ist so eine Stelle des Spiels, mit der ich mich leider weniger auskenne. Mit dem Geist. Okay, ich weiß zumindest, wo ich gerade schon mal bin. Yay, er schießt mit Steinen. Da ist eine Höhle. Das ist, glaube ich, nur eine Feenquelle. Wow. Da ist eine Höhle, wo ich sowieso noch nichts machen kann. Nein. Ach, verdammt. So. Ah, sehr gut. Hier bin ich, glaube ich, fast richtig. Man nehme einen Kraftarmband, schmeiße einen Stein durch die Gegend und laufe neben den Zombies her. Zombies immer gut, ne? So, jetzt kommt der Teil, der schwierig ist. War das? Genau, da war's. Das da oben ist sein Grab. So. Boah, Zombies! Zombie-Apokalypse! Ja. So. Danke, eine Vase in meinem Haus. Schaut runter. Tschüss. Ja. Unter dieser Vase ist noch eine Zaubermuschel, für die, die es interessiert. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt zurückrennen werde. Endlich, da bist du. Wie war noch meine Stimme? Endlich, da bist du ja wieder. Um in das große Fischmaul zu gelangen, musst du an einer Stelle der Zwergenbucht tauchen. Du kommst dem Windfisch immer näher. Die Zeit des Erwachens ist nicht fern. Ja, freut mich zu hören. Eigentlich nicht, weil dann ist das Spiel vorbei. Ja, ich habe ja gesagt, das Spiel dauert eigentlich nicht sehr lange. Und wir haben jetzt auch schon, kann man ja sehen, hier die Hälfte der Instrumente haben wir. Also, wo führt mich das hin? Zum Herzteil, wenn ich da rankomme. Ah, ich komme noch gar nicht in das Herzteil ran. Ja, gut. Gut, dann eben nicht. Verdammt, ich bin mitten auf dem Friedhof rausgekommen. Naja, gut. Ich muss jetzt wieder zur Zwergenbucht, die ich ja hier unten war. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir gehen hier lang. Hauen den Zombie um. Ja, die meisten töten Zombies mit einer Schusswaffe. Link übernimmt das Ganze mit dem Schwert. Funktioniert ja auch gut.
Weil wenn du einem Zombie ins Bein schießt, ist ihm das scheißegal. Wenn du ihm die Beine abschlägst, dann ist ihm das auch egal. Aber er kann so trotzdem nicht mehr laufen. Macht Sinn, ne? Ach ja. Habe ich diesen Partner schon irgendwas erreicht? Ja, ich habe jetzt den Geist. Bin mit dem Geist fertig. Das ist eigentlich schon was erreicht, weil... Also gerade wenn man das... Nein, ich bin schon wieder falsch. Wenn man das erste Mal spielt, natürlich hat man bei dem Geist überhaupt keine Ahnung, was man tun soll. Man sucht den nächsten Dungeon, weiß eventuell gar nicht, wo der ist. Und findet sich nicht zurecht. Normalerweise kommt ja auch nach jedem Dungeon die Eule und sagt einem was. Das entfällt dann ja praktisch auch. Nur weil das ein blöder Geist ist, der unbedingt sein Haus sehen will. Und dann... Ja, verdammt, Zora. Und dann zu seinem Grab will. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Das kann ich noch gar nicht machen, ne? Ich kann es machen, aber es bringt mir nichts, weil ich habe jetzt einen Hibiskus. Okay, nach diesem Dungeon, den werde ich jetzt wohl noch anfangen, aber danach mache ich erstmal die Tauschquest wieder weiter, weil hier ist das Fischmaul. Ich habe mich immer gefragt, ob das ein echter Fisch sein soll oder ob das einfach nur so ein komischer Dungeon ist, der so aussieht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Von innen sieht es aus wie ein normaler Dungeon, aber das wäre seltsam, wenn es nicht irgendwie doch ein Fisch wäre, oder? Und hier kommen wir unter den Felsen her und sind da. So. Und rein. Level 5. Fischmaul. Ja. Fischmaul auseinandergeschrieben? Das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Ja, diese Gegner sind äußerst nervig, weil sie dank ihres Schildes nur von hinten angegriffen werden können. Und wer auch aufpasst... Stirb, Fledermaus. So. Wer aufpasst, kann zum Beispiel schon sehen, welches Item wir wohl erhalten werden in diesem Dungeon. Das ist nämlich sehr offensichtlich. Verdammt. So. Hab ihn erwischt. Allerdings ist das nicht so einfach mit dem Item. Warte mal. Kompass. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie das war. Also, wenn ich die beiden Gegner töte, geht die Tür wieder auf. Also muss ich hier runter. Ich bin mir aber sicher, dass mir das mindestens zur Hälfte noch nichts bringt. Ah, Schlüsselraum. Und Lehrerraum. Seltsam, ein Lehrerraum? Sowas baut doch keiner in Zelda. Naja. Aber stimmt eigentlich. Eigentlich sind keine Räume nutzlos, ne? Wäre ich aber immer mal für gewesen, dass man so leere Räume einbaut. Einfach nur zum Trollen, so ungefähr. So, hier ist natürlich, da stimmt doch was nicht. Also verschieben wir die Steine. Und erhalten einen Schlüssel. Ja. Okay, schade. Dieser Raum da hinten, dieser leere Raum, der bringt uns tatsächlich noch nichts. Könntest du mal in eine andere Richtung gehen als ich, du verdammtes Ding? Danke. Mann, nervt aber auch. Scheiß auf Gegner, ich gehe da rein. Herz nimmt man mit. So. Wow, Triple Kill. Hier ist... Ah! Der Raum sieht doch fast so ähnlich aus. Nein, was ist das? Es ist... So. Ich glaube, das ist ein Stahlfoss. Oder zumindest eine andere Version eines Stahlfoss. Wow! Und er greift uns einfach mal an. Schluck Bombe! Boom! Ja, einmal draufhauen, mit einer Bombe bewerfen und dann geht er down. Nein! Komm mal her. Hier hinten hin, Kumpel. Danke. Auch wieder ein Ort, wo man Bomben braucht. Eigentlich ziemlich blöd. Ah, du bist stärker als ich. Noch, aber ich komme wieder. Ja, ein Endboss, der... ein Zwischenboss, der uns gleich mehrmals besiegen will. Hey, eine Truhe, da ist unser Dungeon-Item drin. Oder fast. I'm sorry, aber ich war wohl vor dir an dieser Truhe. Wenn du nach dem Inhalt suchst, komm doch, hol ihn bei mir ab. Ja, das war der Typ von gerade.
Der hat sich unser Dungeon-Item unter den Nagel gerissen. Und jetzt kommt wieder eine Stelle. Wow, ich weiß nicht so ganz genau, wo ich hin muss. Ja, Chip Chips draufspringen und sie gehen bewusstlos. So. Ach, der Raum. Hier, wir können jetzt auch zwischen den Liedern auswählen. Hast du vielleicht was für mich? Ein Herz oder eine Fee? Eine Fee, sehr gut. Hier ist noch nichts, habe ich recht. Naja, hier ist zumindest... Habe ich einen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel, aber hier ist eine Treppe. Ja, Gumbas! Plock. Eine Gumba auf den Kopf springen. Ist immer die beste Idee. Nein. So. Oh, Pfeile. Wir haben gerade einen Pfeil gefunden. Wir haben nicht mal einen Bogen. So, hier gibt es auch Pfeile. Also die gehen wohl schon davon aus, dass wir hier den Bogen haben. Da komme ich noch nicht weiter. Den habe ich aber nicht. Was daran liegt, dass ich noch nicht genug Geld hatte. So. Gehen wir mal hier rein. Hier sind Bomben und sonst nichts oder was? Das kann nicht sein. Ich glaube, hier gab es auch eine versteckte Treppe, wenn ich alle Gegner kille. Nein, hier gab es eine versteckte Truhe. Sehr gut. Was krieg ich denn da? Eine Karte. Oh. Ja, welche Form hat der Dungeon? Eine komische Form. Ich muss gerade sogar sagen, ich kann mich gerade... Doch, ich erinnere mich wieder an den Endboss, ja. Komisches Ding. Also, wo muss ich jetzt lang? Ich kann mich gerade nicht so genau erinnern, wo ich lang muss. Also, hier waren wir ja. Dann muss ich, glaube ich, hier oben lang, weil ich bin jetzt da unten lang. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, ein seltsamer Stein. Vielleicht kann man ihn ja einfach umrennen. Komm schnell, Part ist fast vorbei. Ich möchte nur irgendwas erreichen. War hier... Nein. Hier komme ich noch nicht weiter. Also, ja, ich kann... Haben wir eigentlich... Nein, das Stück der Steintafel haben wir noch nicht. Okay, komisch. Auf der Steintafel steht in der Mitte... Nee, da, wo sich die Fackeln treffen, tauchen oder sowas ähnliches. Höp, tauchen. Blooper! Was macht ihr denn hier? Tot. Ja, so einfach ist das. Die Blooper sterben. Da ist ein Gumba. Und zwei tote Blooper. So, jetzt sind wir hier. Und das bringt mir auch noch überhaupt nichts. Schade. Ah, oh, scheiße. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ah, ich Idiot. Ich Idiot. Ich weiß, wo ich hin muss. Das vergesse ich, glaube ich, auch jedes Mal. Da hätte man... es wäre einfach mal kurz nachdenken und man weiß, was man tun muss, so ungefähr. Aber nein, weil nachdenken könnte ja schlau sein. Also, Let's Player machen sowas nicht, ne? So, erstmal nach oben gucken. Okay, erstmal da auf der rechten Seite gucken. Und ja, hier ist er. Wenn man jetzt übrigens schnell ist, er sagt jetzt eigentlich sowas wie... du hast mich... Ja. Ah, du hast mich also gefunden. Du bist wirklich penetrant. Weißt du das? Ja. Wenn man schnell genug ist und ihm aufs Maul gibt, dann, sagt er das nicht, weil er direkt Schaden nimmt. Ach, jetzt komm schon. Wieso hab ich so viel Schaden? Egal, ich habe noch einen Top-Trank dabei, ne? Da, diesen komischen Heiltrank. Der Part ist fast vorbei. Komm mal her. Du machst Schaden, Junge. Blöder Stahlfoss. Ja, du bist stärker als ich noch, aber bla bla bla. So, das zweite Mal haben wir ihn besiegt. Jetzt gehe ich mal hier nach oben und gucke, wo mich das hinführt. Ich hätte
gern Herzen. Ist das zu viel verlangt? Wahrscheinlich. Bomben. Tja. Nah dran, ne? Bomben und Herzen ist also fast das gleiche. Oh, ich bin tot. Ja, ich bin tot. So, mein Herz wieder aufgefüllt. Damit habe ich natürlich meinen Trank verbraucht. Da könnt ihr sehen, er ist weg. Hm, verdammt. Aber... Nein. Stirb. Hey, unfaires Ding. Ja, aber... der Part ist eigentlich vorbei. Ich guck mal eben, ob ich noch einen Raum finde, wo ich sicher bin. So. Ja, in dem Raum bin ich garantiert sicher. So, ihr seht schon, diese Räume haben eigentlich immer die gleiche, ja, Form, das gleiche Aussehen. Nur, so einen Raum haben wir ja schon mal gesehen, ne? Und die Steine sind ja in jeder Ecke Steine, es ist immer einer mehr geworden. Das zeigt nur die Reihenfolge an, wo wir hin müssen. Ich hab doch. Danke. Also würde ich, wir im ersten Raum, wo wir das erste Mal getroffen haben, war ein Stein in der Ecke, im zweiten zwei und jetzt hier im dritten drei. Und wir haben doch schon mal so einen ähnlichen Raum gesehen, nicht wahr? Da waren vier Steine in der Ecke. Ja, und das ist dann der Raum, den ich jetzt als nächstes aufsuchen muss. Dort erhalte ich dann auch endlich mein Dungeon-Item, wenn ich mich richtig erinnere. So, was auch immer in diesem Raum ist, wir erfahren es beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, da könnte Kompass oder so drin sein. Oder? Nee, den habe ich schon. Wahrscheinlich hier ein Stück der Steintafel oder so. Also dann, oh, ich bin immer noch müde, super. Ja, also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.